So, Freunde, hallihallo, hallöle zu einem neuen Daily Video Report. Ich stehe hier gerade, ich habe mich verletzt. Das ist immer als erstes. Aua, aua, weh. Und ich stehe gerade vor meinem Garten, komme aus meinem Garten gerade, habe ein bisschen umgebaut. Könnt ihr euch jetzt, wenn ich ein Zweithandy hätte, ein paar Bilder zeigen, wie es schon mal aussieht. Es wird im Garten. Meine Frau sieht näher schon Exklusivbäder. Ich habe sie selbst gebaut. Ich weiß, wie es aussieht, aber Frau weiß, es hat noch nicht, was im Garten gebaut wurde. Diese wird es heute zum ersten Mal sehen. Frau hat nämlich, obwohl Frau ja im Moment ja nicht ganz so machen kann, wie sie will, wisst ihr, schwanger und so weiter. Aber dennoch hat Frau eine neue Blumenecke bekommen. Und diese Blumenecke ist wortwörtlich. Ich habe zu Frau gesagt, pass auf, Frau, wenn du beim Discounter, wir sind Lidl-Kunden, wenn du beim Discounter Blumen siehst, die dir gefallen, nimm sie mit zum Garten, gab es ja einen, auch wenn sie nur eine Saison lang halten, also eine Gartensaison, ne, ein Sommer nur. Aber dafür habe ich jetzt extra so einen separaten Bereich gemacht vor der Terrasse. Vor der Terrasse habe ich einen Bereich gemacht. Da kann sie die Blumen eindessen und es sieht wirklich, meines Erachtens her, hat Papa schön gemacht, schön aus. Ja, wie geht's euch so, Freunde? Wir haben mittlerweile Donnerstag, wir haben mittlerweile Donnerstag. Gestern gab es ja einen anderen Daily-Video-Report, so kleine Produkttest-App. Und wir machen ja derzeit im Moment auch ein bisschen Sport. Das Ganze werdet ihr offiziell sehen ab 1.5. Da seid ihr mit dabei. Ich hoffe, ihr macht mit beim Sport, ne? Besorgt euch noch Isomatten. Ich freue mich schon heute ein bisschen. Heute ist so Tag 5 dieses Sportexperimentes. Gestern gab es ja eine offizielle Pause. Die App hat nämlich so verschiedene Bereiche, wo auch ab und zu mal Ruhephasen bei sind. Und gestern war so ein Ruhephasentag. Zu Recht. Ich habe ja zu Hause so eine Metallstange hängen, wo ich mich ab und zu mal hochziehen kann, um ein paar Klimmzüge zu machen. Und ich komme damit nicht hoch. Wenn ich damit dran ziehe und quasi meine Bauchmuskeln damit auch mit anspanne, das tut weh. Ja? Wie sie aktuell jetzt ist, weiß ich das Ganze natürlich nicht, da ich das ja gerade nicht mache. Weil wir halt gerade im Moment eine Sport-App machen. Und ich hoffe auf rege Beteiligung. Ich hoffe, ihr macht doch alle mit. Wer noch dabei ist, ab erstmal 18 Uhr geht's los. Mit einer Videosequenz, die dauert 30 Tage lang. Mit Pausen zwischen, ne? Die dauert 30 Tage lang. Und Auto ist schmutzig. Und ihr könnt mitmachen. Wir vollziehen alle Übungen live. Ich muss mich schon mal jetzt im Vornherein schon ein bisschen entschuldigen. Die erste Aufnahme, die zweite, so lala, die dritte Aufnahme, die wir gemacht haben schon, ist der Ton ein bisschen beschissen. Man hört so ein permanentes so im Hintergrund. Ist keine Waschmaschine, ist kein nix, ist einfach nur, ich denke mal, Mikrofon zu nah an der Kamera dran oder keine Ahnung. Ich versuche das ganze Problem natürlich noch zu beheben. Brauchen wir kurz mal ein Putztuch im Auto. Bin hier vorne ein bisschen krumm. Ist schlimm, wenn man gerade im Garten war und man fässt ein bisschen Erde an. Die Hände werden trocken. Wenn du denn so ein Mikrofasertuch anfasst, das ist ein so dämliches Gefühl. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Aber ist egal. Nur kurz mal mein Edelstahl mal kurz einmal hier ein bisschen. Besser. So. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Es macht auf jeden Fall, mir macht es bis jetzt Spaß. Ich bin immer gespannt auf jeden Tag. Heute ist erst Tag 5 von 30. Und die Übungen werden mit Sicherheit intensiver werden, weil man will ja auch laut der App nach 30 Tagen einen Waschbrettbauch sehen oder haben. Haben tut jeder, aber ob man ihn sehen kann, ist eine andere Frage. Ja, da wie gesagt, geht's mal los. Auch für euch zum Mitmachen. Ansonsten war heute der Donnerstag gewesen. Ich werde jetzt nach Hause fahren, gib Frühstück. Wieder kommt gerade aus dem Garten. Gib Frühstück zu Hause. Und ja, gegen 16 Uhr beginnen wir die Dreharbeiten. Ich mache schon mal Motor an einmal. Wenn man es nicht gehört haben soll, ich muss ein bisschen synchronisieren. Ab 16 Uhr circa gibt es die Dreharbeiten zum 5. Trainingstag. Und ja. Es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. Wenn ihr noch irgendwas von mir wissen wollt oder wie auch immer, wie kennt ihr, schreibt es in den Kommentaren. Folgt mir auch auf Instagram. Da erfahrt ihr auch die neuesten Sachen. Immer aktuell. Via Foto oder via Video. Und Samstag um 18 Uhr soll ja auch ein Video kommen. Ich habe gerade ein paar Probleme mit dem PC. Nicht, dass der PC schwer kaputt ist, sondern quasi irgendwie tut er die Videoformate nicht so machen, wie ich sie haben will.
Ich hoffe, ich kriege es auch gelöst bis Samstag, weil sonst kriege ich das Video über YouTube nicht hochgeladen. Da kommt es später. Das Video ist theoretisch fertig, nur beim Umwandeln passieren, also quasi von Videodatei zu MP4 oder also wer sich mit dem Medium nicht auskennt, das kann man ganz schlecht beschreiben. Gibt es mir gerade ein paar Probleme und die hoffe ich demnächst beseitigen zu können. So, Mütze ab, weil. Oh, meine Nase ist fertig. Ich war aber kurz im Garten hier. Tschüss, Nase ist fertig. Jetzt geht es mich nach Hause. Aber Frühstück essen. Und Papa trägt ja mein Auto, fahrende Brille. Und bei Lidl gerade, XXL-Woche. Wenn ihr da hingeht, da Lidl XXL. Ich habe zwar noch ein Käffchen hier gehabt, der ist aber schon leer. Aber ich wollte doch kein Käffchen kaufen, aber die hatten das XXL gehabt und haben wir gedacht, ja, na gut, dann kaufst du halt noch einen Kaffee, ne? Ist auch von Art der Ehre relevant. So, ja, dieser Gartenweg, den ich hier lang fahre, ist nicht für jedes Auto geeignet. Also für die meisten Jugendlichen, die ihre getunten Karren haben 10.000 Mal tiefer gelegt und so weiter, die kommen gar nicht bis in meinen Garten durch. Mein Vorteil. Mit normalen PKW kommt man aus dem Garten durch, aber halt mit meinem jetzigen Wagen, den ich jetzt gerade fahre, ist es natürlich auch wackelige Angelegenheit. Das ist eine Mega-Kuh, aber es läuft, ne? Man kommt durch. Gegenüber von mir, ich kann kurz mal an dem Beispiel erzählen, wenn ich gerade ein bisschen Auto fahre, steht gerade die Polizei und macht gerade eine große Geschwindigkeitskontrolle und es scheint sehr gut zu fruchten. Die haben schon sehr viele Leute dabei rausgezogen. So, normale Straße, ich muss gucken, wie ich Fahrrad fahre, kurz jetzt. Die haben schon ein paar Leute schon rausgezogen. Ups, sind immer noch da. Wir können mal kurz mal, ich guck mal kurz spontan mal nach. Ich habe jetzt eine kleine Lusche-Ecke, wo ich rübergucken kann. So, also, es stehen 1, 2, 3 Polizeiwagen und nur ein PKW ist da. Naja. Von Familie da gewesen. Also drei Polizeiwagen. Riesengroße Verkehrskontrolle hier in Rostock-Dirko. Vor allem, die wissen, wo die Polizei steht. Ich meine, wenn das Video online ist, ist es nicht mehr passé. Aber es ist immer interessant zu sehen, wenn sie blitzen, wie schnell die Leute mal vernünftig fahren können. Ich bin ja auch in so einer 30er-Mach-Zone gerade unterwegs, muss dementsprechend auch meine Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Hier tun sich Blitzen, aber man muss mal mit Gefahr rechnen, dass irgendwo mal ein Kind einen vor die Räder läuft. Oder ein Hund. Oder auch ein normaler Privatmensch. Ein Kind ist auch ein Privatmensch, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Und ja, das Wetter bei uns hier an der Küste, kann ich euch kurz noch mal erzählen. Das zum Abschluss des Videos mal ganz kurz. Wetter ist heute bewölkt, ab und zu mal Sonnenschein. Und wenn mal keine Sonne da ist und die Wolken sich ein bisschen dicker machen, da gibt es sogar Regen. Unglaublich Starkregen. Aber naja, gut. Ist halt noch April, ne? April, der weiß schon, was er will, aber er sagt uns halt nicht. So, okay, Freunde, das war der Tele-Video-Report für heute. Ja, wir hören uns, sehen uns, stören uns spätestens morgen wieder, es sei denn, mir fällt noch irgendwas spontan ein, wo ich sage, ich kann dazu gerne einen Produkttest machen oder irgendwas, dann gibt es ja immer früher. Jetzt starte ich immer on the road Richtung Wochenende. Wochenende habe ich sogar wenig Zeit, weil es wird ja trotzdem noch weiter gedreht. Weil ich ziehe ja die Sport-App, die wir nutzen, die wir testen gerade, ja eiskalt durch. Ich will sie eiskalt durchziehen mit euch gemeinsam. Das heißt, auch am Samstag und Sonntag gibt es Dreharbeiten, da gibt es keine Pause. Stress. Ja, man kann jetzt nicht die Freizeit so schön planen, wie man es sonst mal macht. Nein, Stress. Oh, straßenfrei. So, dann wackeln wir jetzt schön nach Hause. Und ja, wie gesagt, das war der Tele-Report heute für Donnerstag, den 26.12. 12. klar. Den 26. Komm, aber 12. jetzt. Das war der Daily-Report heute für den 26.04. Und ja, wir hören und sehen uns morgen spätestens wieder. Wochenende gibt es wie immer vermeintlich keine Daily-Video-Reporte. Kann sein, dass ich mir noch am Wochenende was einfallen lasse, weil ich habe langes Wochenende. Ich habe Samstag frei, ich habe Sonntag frei, ich habe Montag frei, ich habe Dienstag frei und so weiter. Also es lohnt sich schon. Und mal sehen, vielleicht mache ich da noch irgendwelche spontanen Dreharbeiten. Aber ich weiß es noch nicht ganz. Ich habe noch nichts weiter so im Plan oder im Petto, was ich da gerne machen will. Joa. Ich wollte noch mal gerne eine App testen, aber da habe ich vergessen.
Also nicht die App vergessen, sondern quasi dieses vorzubereiten, die ganze App. So, ich guck mal kurz. Ich bin ja gerade bei einer Schule hier. Da sie da hinten gerade so stark kontrollieren. Die Schule hat eine 30 km/h-Zone. Die Leute schleichen ja auch so verdächtig. Ich meine, ich fahre so 30 lang, aber die Leute schleichen auch so verdächtig. Als wenn hier irgendwas wäre. Und irgendjemand hat gehupt. Ob es der PKW hinter mir war, das weiß ich nicht. So, rote Ampel. Grüne Ampel. Weiter geht's. Ich darf nicht so schnell beschleunigen, fährt das Handy runter. So, Freunde, wie gesagt, das war der Daily-Report für heute. Ich werde Schluss machen. Macht euch noch einen schönen Tag und wie gesagt, bis morgen wieder zum Freitags- und Wochenend-Report. Kann man ruhig so sagen. Und denkt dran, abonnieren und teilen, folgt mir auf Instagram, Markolos und YouTube. Schön mit Ö, bis bald und ja, schönen Donnerstag noch. Ciao. Oder schön mit Ö.